Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder Alice 19, und zwar sind wir da auf der Karte Ravensberg. Wir haben ja das letzte Mal einen großen Auftrag angenommen, und zwar müssen wir hier Silageballen machen. Wir haben auch schon einige Silageballen fertig und heute wollen wir da auch anfangen, die abzufahren. Es ist auch noch nicht alles gepresst, also da hinten steht noch die Presse. Aber ja, es geht halt ein bisschen länger, obwohl ich sagen muss, das haben wir jetzt hier so in einer Stunde, sage ich mal, haben wir das jetzt sicher geschafft, gemäht, die meisten Ballen gepresst und schon einige gewickelt. Und jetzt müssen wir noch mal eine halbe Stunde, sage ich mal, investieren. Und dann haben wir das ganze Ding rum und kriegen sogar noch fast 35.000 dafür. So, und eigentlich bin ich sonst immer hier schon zum nächsten Ballen gefahren. Wir haben ganz außen rum haben wir noch einen Schwart gemacht. Das wollen wir dann noch aufnehmen. Aber als erstes, wenn wir jetzt noch hier auf dem, wenn wir auf der anderen Seite sind, steigen wir um und dann werden wir nämlich Ballen abfahren. Müssen wir zur Scheune bringen. Und zwar Langenheide Scheune, also beim Viehhändler. Da muss das hin und das machen wir doch. Und da können wir sicher ein, zwei Fahrten hier absolvieren. Und dann haben wir das nämlich schon ein ganzes Teil geschafft. Und ich spekuliere noch darauf, damit ich entweder sogar noch ein paar Ballen für mich behalten kann. Oder wir die natürlich verkaufen und noch mehr Geld damit machen. Und ja, uns dann vielleicht noch ein Stückchen Land dazu kaufen. Wir haben Ackergras. Das ist, das habe ich schon gemäht. Ich habe vorher mal geschaut, was man denn echt mit Ackergras macht. Das wird eigentlich als Viehfutter verwendet. Und ja, das wollte ich ja auch. Dann habt ihr mir natürlich geschrieben, am besten ist es, wenn du es dreschen tust. Und das wollen wir dann machen, sobald der Boden getrocknet ist. Es hat nämlich geregnet, auch hier, wie auch sonst in den weiten Landen, ist da auch ein bisschen Regen runtergekommen hier. Also nicht so viel wie bei der Katastrophe in Deutschland, aber bisschen was ist da hier auch runtergekommen. So, noch drei Ballen. So, und dann nehmen wir nämlich den großen, den Sima Deutz, und werden mit dem ein paar Ballen aufsammeln hier. Aber hier macht der kleine Agro-Star auch eine gute Figur auf dem Feld, muss man sagen. Gar kein Agro-Style, die alten hießen so, aber er heißt irgendwie so anders. Agrotron. So, ich will ja mit dem auch nicht im Wege rumstehen. Stellen wir den mal kurz an die Seite und jetzt springen wir mal hier rein. Und dann geht's auch schon los.
Ich weiß nicht, wie viele Ballen raufpassen. 24 oder so. Oder weniger. So, 7 haben wir schon. So viel gehen da gar nicht drauf. Aber vielleicht wäre das ja noch so ein zweites Standbein für meine, für meinen Hof. Damit wir uns Ballentechnik organisieren. Dann ein schlagkräftiges Fuhrpark aufbauen und dann auch hier solche Aktionen machen können. Es ist ja schon vorher einige Aufträge gewesen. Und man kann ja hier schon 2-3 Mal Gras ernten. So viel gehen da gar nicht mehr drauf. So, wir haben 16 Stück drauf. Okay. Ja, wir würden uns denn natürlich, wenn wir was kaufen, irgendwie so einen Wagen kaufen, wo dann 24 Stück oder so drauf gehen. So, und da ja immer so viel Verständnis für die ganzen Landwirte aufgebracht wird, fahren wir hier natürlich auch Landstraße. Oder? So, aber das Ding läuft natürlich auch ein bisschen schneller. Gut, man muss auch natürlich das mit dem Gewicht, was wir da drauf haben, unter Kontrolle haben, sage ich mal. So, da steht der Drescher noch. Der läuft aber auch was schnell. 63 km/h. Genau, dann müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse treten, damit wir da keinen Unfall machen. Jetzt unter der Unterführung hier durch. Wenn keiner kommt, können wir ruhig die andere Fahrbahn noch mit ausnutzen, die andere Fahrspur. Aber immer schön vorsichtig. So, dann werden wir hier mal langsam den Blinker schon setzen, damit der nachfolgende Verkehr meint, sie können überholen und wir wollen aber abbiegen und dann gibt es schlimme Unfälle. So, und da ich hier zum ersten Mal was abgebe, muss ich mal gucken, wo ich das hingeben soll. Also da auf jeden Fall nicht. Muss ich doch nach hinten fahren. So.
Sorry, mein Fehler, ich bin hier neu. Hab mir eigentlich schon fast gedacht, damit es hier hinten sein muss. So, machen wir mal die Ladung bereit hier zum Abgeben. So, dann schauen wir mal, wie weit sind wir jetzt mit unserem Auftrag. 39%. Das ist natürlich nicht schlecht. So, 23% wurden transportiert. Okay. Da müssen wir noch ein paar Mal fahren. Oh, jetzt klappt der endlich hoch. So, fährt sich echt schön. Habe ich auch öfters schon im LS19 besessen und selber gefahren. Wirklich ein schöner Traktor. Und Preis-Leistung stimmt natürlich für mich, sage ich mal. Das ist auch ja, quasi wie so ein Allrounder. Mit dem kann man fast alles machen. Was man natürlich nicht mit alle Traktoren kann. Leistungsmäßig und gewichtsmäßig hat der hier schon viel zu bieten. Und er ist schnell. So, ich würde sagen, ich sammle nämlich noch ein paar Ballen ein. Dann werden wir noch ein paar Ballen pressen. Und dann haben wir eigentlich alles gemacht. Und das ist jetzt wirklich mal die erste Folge hier auf der Karte, was am selben Tag aufgenommen wird. Wir haben späten Sommer. Und bis jetzt haben wir es immer so gemacht, damit wir jeden Tag eine Folge gemacht haben, aber mittlerweile oder gerade bei solchen Aufträgen geht es ein bisschen länger. Da kann man schon mal, würde ich sagen, zwei Folgen bringen. Thank you.
So, und das sieht doch schon fast echt aus, wenn wir überlegen, wie die Grafik zum Anfang aussah vom Spiel. Und wie es jetzt aussieht. Sogar der Hintergrund sieht echt aus. So, also einige sind noch zum Abfahren, einige sind noch zum Pressen und einige sind auch noch zum Wickeln. So, wir werden die Maschine wechseln und dann noch ein paar Ballen pressen. Und schon geht's los. Und dann haben wir nämlich fast alles gemacht. Ich habe sogar die Maschinen gewaschen, die ich mir ausgeliehen habe. Die stehen beim Händler. Aber es geht noch viel zu lang, damit wir hier alles fertig machen können. Also es geht schon, geht einfach länger. Fertig machen wir es sowieso irgendwann. Wir wollen natürlich diesen Auftrag abschließen. Aber ich kann nicht alles zeigen, so würde ich sagen. So, machen wir hier oben noch die Kante, sind noch zwei ist noch eine Reihe zu machen denn. So, aber noch sehr wendig, dieser große Träger hier. Muss man schon sagen, mit den Raupen. Da sieht man sogar noch die roten Federn von der Kabine.
So, jetzt weiß ich nicht, das da kann ich wahrscheinlich nicht aufsammeln. Irgendwie ist da ein bisschen was schief gegangen, habe ich das Gefühl. So, da fehlen mir glatt die Worte bei so viel Gras. Da muss der mit dem Schwader irgendwie zickzack gefahren sein, keine Ahnung. Das geht natürlich wieder nicht weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Das nehme ich noch da oben hoch zu. Kann ich nämlich wieder den Deutz nehmen und das noch abgeben. Und dann haben wir schon bald die Hälfte abgegeben. Aber was macht man nicht alles für Geld? Seht ihr ja. So. Ich würde sagen, ich mache nämlich noch das Licht aus. So. Und dann springen wir hier rüber. So, und dann fahren wir die nächsten 16 Ballen zur Scheune. Durch den Wald. Uiuiuiuiui. Okay, vielleicht habe ich eine Abkürzung entdeckt.
Warte mal, mal gucken, wenn ich da lang fahre und da lang fahre, dann sieht es fast so aus, als ob ich dahin komme, wo ich eigentlich hin will. Okay, oder auch doch nicht. Müsste ich da eigentlich geradeaus weiter. Aber das ist nicht möglich. Müssen wir hier durch. Verdammt, jetzt habe ich gedacht, habe ich hier die beste Abkürzung überhaupt gefunden. Müssen wir hier die Allee lang donnern. Na, ich muss wieder vorne auf die Straße, sonst wird's nichts. So, die zweite Ladung. Wir kommen unserem Ziel langsam näher. Aufpassen hier ein bisschen, wegen Kinder oder so. So, 47% wurden abgeliefert. Da muss ich ja noch mindestens dreimal fahren, bis ich hier fertig bin. Okay, das mache ich, aber das mache ich alleine. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schauen, was wir denn für tolle Aufträge machen. Oder vielleicht beenden wir den hier auch gerade zusammen. Also, ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.